098. Zuerst mal benutzen. Null achtundfünfzig. Schaut halt schon voll geil aus, was da gerade passiert, ey, weil das so richtig durch ausschaut. 092. Wir dürfen nicht vergessen, diesen Jägerschlüssel noch zu holen. Nur weil du mir ständig erzählst, du sterben kannst du mit. 134. Sehr gut, wird auch Zeit. Widerspenstiger Bastard. Oh, scheiße. Okay, ich habe noch einen Platz. Gott sei Dank. Briefkastenschlüssel. Sehr geil. Oh. Oh nein. Die schöne Muni. Aber sollen Kolibri-Einheiten so ausschauen? Oh, da liegt auch noch was. Replikaprobleme Teil 1. Erfahrung, bla bla bla. Eulen neigen dazu, große Gruppen zu bilden und mögen es zu singen und zu tanzen, da der ursprünglich neurale Muster dieser Einheit als Balletttänzerin gewesen ist. Personazerfall kann leicht vorgebeugt werden, indem man sicherstellt, dass die Einheit regen Zugang zur Musik hat. Beispielsweise durch Kassettenspieler oder Musikinstrumente. Stellen Sie mindestens einen Spiegel in jedem Eulenschlafsaal auf, der Eulen ein starkes Bedürfnis haben, regelmäßig Äußerliches zu prüfen. Eulenpersona stabilisieren sich, indem sie ein ordentliches Erscheinungsbild beibehält, so wie durch sozialen Austausch. Eulen organisieren sich oft in Gruppen und von ca. 10 Einheiten geben sich thematisch Spitznamen. Ara. Obwohl sie wie stille Einfallspinsel erscheinen wirken, sollten die Aras nicht unterschätzen. Sie mögen es nicht zeigen, aber sie verurteilen unhöfliches und rücksichtsloses Verhalten streng und werden ein solches Urteil im Stillen mit ihren gesamten Kader teilen. Aras vertragen sich am besten mit Eulen, da diese meist geduldig und freundlich sind und ein Talent dafür besitzen, die ausdruckslosen Gesichter der Aras zu lesen. In vielen Anlagen bauten Aras Wartungsschächte, die nur für sie zugänglich sind, oft unter Böden und in Wänden. Instabile Einheiten ziehen sich oft in diese Tunnel zurück. Es wird nicht empfohlen, zu versuchen, diese Einheiten zu bergen. Ara-Personas werden am besten stabilisiert, indem man ihnen Zugang zu Pflanzen gibt, um die sie sich kümmern können. Idealerweise bunte Blumen oder Bäume. Okay, dann sind die, die wo aus dem Boden kommen, Aras. Wo müssen wir jetzt hin? Briefkasten ist oben, ne? Da brauche ich das Adlerding und einen Administrationsschlüssel. Wahrscheinlich muss ich da rein für eine Administration. Ein Büchereischlüssel fehlt mir auch noch. Hä? Bist du blind oder so? Ist der auch schon wieder aufgestanden? Achso, ja, es heißt ja, dass die wieder aufstehen, ne? Wenn man sie nicht komplett vernichtet. Aber man hat jetzt auch nicht genug Termit, um das alles zu machen. Ah ja, der Briefkasten war ganz... Nee, hier war er, glaube ich. Ja. Büchereischlüssel. Na gut, und wieder runter. Ah, den Adlerschlüssel habe ich ja. Aber wir gehen erst in die Bücherei. Gehen wir erst in die Bücherei? Wir gehen in die Bücherei. Die war hier, ne? Nein. Warte mal. Wie ging es? So runter. 8. In 8 war die Bücherei. Shit.
Lauf. Ja, du mich auch. Du könntest mir mal kreuzweise und spiralförmig, Alter. Da liegt wer? Wenn es ein Gefahrengut, Baumaschinen, gefährliche Umweltbedingungen geht, kann kein anderes Modul den MRH. MNHR-Einheiten mit ihren Hochsicherheitskraftbahnen so einem Körper in das Wasser reichen. Sogar die natürliche Strahlung und unter brutalem Druck oder in Schwerelosigkeit behalten sie ihr ruhiges Gemüt und zeigen verbindliche Zusammenarbeit. Trotz ihrer gewaltigen Körper ist unter ihrem Helmvisier eine normale Generation 3 Kranialkonstruktion, was die Wartung wie auch die soziale Interaktion so einfach macht wie mit jedem anderen Replikamodell. Bitte beachten Sie, dass das neurale Muster MRR nicht für den Kampfeinsatz geeignet ist. Für Kampfeinsätze sollten Sie SAPRE-Varianten benutzt werden, die an kampfbereite Personen im selben Gestell einsetzt. Im Verlohnen sind schwere Antipanzer-Replika-Schnepper. Okay. Was ist das da? Was ist denn hier? Der hat ja gerade nichts, oder? Nee. Muss ich das da holen? Das schaut nämlich irgendwie anders aus. Scheiße. Hä, krieg ich das jetzt überhaupt noch raus? Kalibrierungs will meine Steuerung benutzen. Alter, ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme, Mann. Ah, okay. So einfach. Ah, das ist das Königin-Gelb-Ding. Astrolabium nehmen. Okay, kann ich dafür halt gar nichts anderes mehr hier nicht nehmen. Große Aufmerksamkeit sollte den Kolibris geschenkt werden. Ihr neurales Muster ist sehr instabil und ihr Bioresonanzmodul macht sie sehr anfällig für äußere Einflüsse. Meisten bioresonanten Individuen erzeugen Kolibris oft unterbewusste emotionale Rückkopplungsschleifen, indem sie die Gefühle um sie herum imitieren und wieder ausstrahlen. Das macht sie zu einer Art Verstärker für Emotionen. Aber wie sie dazu ausgebildet sind, dieses Verhalten zu erkennen und zu unterlassen, können sich bereits instabile Einheiten gelegentlich im Personenzerfall verfangen. Durch ihre bioresonante Verbindung variieren die Entwicklung des neuralen Musters in Kolibris weniger als in anderen Modellen. Der konstante Austausch von Erinnerungen und Emotionen zwischen Einheiten eines Kaders fungieren als Sicherheitsnetz, das extreme externe Veränderungen puffert. Wenn aber der Großteil des Kaders von Personenzerfall betroffen ist, werden die restlichen Einheiten mitgerissen. Deshalb ist es besonders wichtig, Kolibri-Einheiten sofort auszumustern, wenn sie beginnen, Anzeichen von Personenzerfall zu zeigen. Zur Personalstabilisierung sollten Kolibris Zugang zu einer gut ausgestatteten Bücherei haben. Was geht? Wer bist du denn? Du gehörst nicht zu unserem Personal. Die anderen, sie haben sich verändert. Wir singen nicht mehr im Einklang. Hallo? Früher konnte ich in ihre Köpfe sehen. Wir waren eins. Zusammen haben wir sie alle gelenkt. Jetzt kann ich ihren Gedanken nicht mehr verstehen. Ich war noch nie so allein. Die anderen sind noch zusammen, aber ich bin hier draußen und sie lassen mich nicht rein. Ich kann ihr Lied nicht mehr ertragen. Das hier ist der einzige Ort, wo ich sie nicht hören muss. Der einzige Ort, wo ich sicher bin. Ich kann nicht mehr. Ich wünschte, ich wäre auch wie die anderen geworden. Dann wäre ich zumindest nicht allein. Ich hasse das alles.
Heilungsding. Okay, das Ding haben wir raus. Warte mal, was haben wir jetzt bekommen? Okay, das können wir wahrscheinlich in diesen... Ah, die Star Map ist gleich gegenüber. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal den Adlerschlüssel, haben wir ja dabei, ne? Ja, der ist auch gleich oben. Da war jetzt, glaube ich, noch das dämliche Miststück, was da steht. Fuck. Adlers Tagebuch. Ich bin letztens fasziniert von einem kuriosen Möbelstück, das ich im Lager entdeckt habe. Eine seltsame Kiste mit einer abnehmbaren Drehscheibe auf der Vorderseite, die von einem Arbeiter konfisziert wurde. Wo ich mir unsicher bin, warum, hat sie mich sofort in den Bann gezogen. Wenn ich mein Ohr auf den Mechanismus lege, kann ich ein leises Ticken hören, wie ein Uhrwerk. Ohne Kolibris Hilfe ist es deutlich schwerer geworden, den Logistikkader zu koordinieren. Wenn es etwas Gutes zu sagen gibt über diese Frau, dann ist es, dass sie trotz ihrer kleinwüchsigen Statur vermag, andere ihren Befehlen Folge zu machen. Ich bin sie heute besuchen gegangen, doch ihre Tür war immer noch verschlossen. Ich träumte heute Nacht, wieder eine Erinnerung an meine Gestaltleben, glaube ich. Ich trug meine Uniform, ich sah eine junge Frau mit schneeweißen Haaren und ich unterzog sie einer Art von Test. Ich hatte einen Deck Karten mit astronomischen Symbolen und sie sollte den Planeten erraten, der auf der Karte abgebildet war, die ich hielt. Ich habe wieder mit der mechanischen Schließkiste, von der ich nun sicher bin, dass es eine Art astronomischer Kalender ist, herumgespielt, als ich mich plötzlich einer Konversation entsann, die ich mit einer anderen Replika hatte, als ich die Minenausgrabung inspizierte. Es war jedoch eindeutig ein Modell, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Eine Art Ingenieurin mit einem orangenen Bruststück. In meinen Erinnerungen war sie einfach ein Mitglied unseres Personals, aber keine Replika. Diese Art war je hier auf Sierpinski stationiert. Replika-Erinnerungen sind nicht die zuverlässigsten, sagt man, aber nie zuvor habe ich je ein solches seltsames Phänomen erlebt. Das kleine Enigma jener Kiste konnte mich wahrlich nur so lange vom Chaos um mich herum ablenken. Alles, was die Kiste enthielt, war ein kleines Notizbuch, in dessen Seite sich allesamt als leer erwiesen. Es ist gar schrecklich hier, seitdem unsere geliebte Kommandantin krank geworden ist. Ich sehne mich nach ihrer strengen Führung, nach der überwältigenden Autorität, mit der sie jeden Raum füllt. Mehr Kranke, die mir die Arbeit noch schwerer machen. Wie sollen wir denn all diese Arbeit bewältigen ohne Verstärkung? Mein einziger Trost ist, dass mit dem Schwinden des Protektorpersonals auch die Arbeiterzahlen schwinden, die wir überwachen müssen. Während mehr und mehr Replika im Krankenflügel landen, verenden Arbeitergestalten viel zu schnell für jegliche Behandlungsversuche. Ein weiteres Tagebuch voll, nur zum Zweck meiner eigenen Genugtuung. Ich habe mir noch kein neues bestellt, da ich meine Rationsmark für diese wunderbar aussehenden Füllfederhalter ausgegeben habe. Vermutlich habe ich so einen Nutzen für jenes Notizbuch gefunden. Ein vielseitige Pioniereinheit, die primär für den Orbitaldienst organisiert wurde. Diese Zähne und stoischen Einzelgänger sind am besten als spezialisierte Sapeure oder Speer geeignet. Ihr technisches Wissen und ihre Kampferfahrung machen diese Einheiten zu wahren Überlebenskünstlern. Insbesondere ihre markanten weiß-blauen schweren Kampfkonfiguration mit den kugelsicheren Panzerplatten auf Brust und Armen ausgestattet ist. Dass das ursprüngliche neurale Muster für diese Einheit bei der Zerstörung des zentralen Neuralarchivs aus Vineta verloren ging, werden neue LSTR-Einheiten auf Basis einer ausgemusterten Einheit aus dem Penrose-Programm hergestellt. Das Muster ist immer gleich, oder? Ja. Die astrologische Karte war, glaube ich, ein Stock höher, ne?
Star Map unten. Warum hat er mich jetzt so früh gehört? Ich habe keine Ahnung, was das mir hier bringt. Was habe ich jetzt noch zum Schauen? Minenschacht? Gehen wir mal ganz auf. Da ist nichts. Da haben wir mittlerweile alles. Der Jägerschlüssel, ne? Ach so. Radiotransmitter. Araru. Der Jägerschlüssel ist für die kleine Kiste. Protector Archive, da. Jetzt komme ich mit. Ja, komm, das war doch jetzt nicht getroffen. Willst du mich verarschen? Der kleine Pisser steht jetzt wieder auf, oder? Oder auch nicht. Scheiße. Another room, Radio Transmitter. Elevator, Shooting Range, Repair Bay. Postbox haben wir aufgemacht. Aber war nicht nochmal so irgendwo? Ein Speicherplatz? Da war er. 7. Oh. Nein, 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 ich will runter. Fuck, jetzt bin ich hier, ne? Heilung habe ich nicht, ne? Scheiße. Das macht's hier nicht besser. Alles viel zu viel gekostet, ey.
Für das, dass ich eigentlich nur hierher wollte. Okay. Jetzt habe ich die Waffe. Revolver, ein Revolver, 6 Schuss Spannabzug. Sehr schön. Die Lampe brauche ich, glaube ich, sonst öffnet sich die Tür nicht, oder? Ach so, ja. Das Wichtigste fast vergessen. Alter, so viel Schaden habe ich kassiert. So, jetzt als Speicher. Im achten Untergeschoss ist es. Bloß oben rumkommen, ohne dass sie mir auf den Sack gehen. Boah, natürlich steht jetzt der zweite auch wieder auf. Aber gut, dass ich da eigentlich nicht mehr da vorbei muss. Boah. Nein! Ey, fuck you. Gut, ich kann ja schauen, dass ich vielleicht vorbeikomme. Scheiße! Dass ich das überhaupt geschafft habe, wundert mich gerade echt hart. Also ich brauche das scheiß Licht. Alter, ja stimmt. Oh, das habe ich komplett verpeilt, ey. Die haben doch gesagt gehabt, dass sich die Tür nur mit Licht öffnet oder so. Aber warum ist die denn nochmal extra in der Scheiß im verdammten Menü? Die verdammte Lampe. Ich meine, die wird auf der Schulter getragen, so wie es ausschaut. Ich meine, die kann doch nicht mehr als Gegenstand zählen. Da oben ist der Stern. Das ist die Heimatwelt. Okay. Fuck. Halt. Was mache ich? Etzer, weg da. Okay, die Star-Map war unten. Gut, dass natürlich der eine jetzt wieder aufgestanden ist, der zweite, dass das auch wirklich Sinn macht. Ey, ihr kleinen Pisser, ne? Vor allem, warum müsst ihr gerade die starke Einheit sein?
hier keinen.